Hallöchen und herzlich willkommen zurück in Terranienhausen. Und ich weiß immer noch nicht, warum ich diesen Ort so genannt habe. Ich hab doch keine Ahnung. Klingt aber irgendwie lustig, muss man doch bestimmt mal sagen. So, Schule wollten wir bauen, Brücke wollten wir bauen, ist richtig. Frage. Ja, wir haben halt keine freien Arbeiter dafür, die da irgendwas hintragen könnten. Wir haben einen frei, aber der Hampel ist, glaube ich, die, ne? Nee. Wo ist denn er? Da. Getting something to eat. Okay, da war wieder der sehr abrupte Regenabbruch. Ja. Schule wäre vielleicht, ganz zu Anfang wäre es vielleicht geil. Wäre vielleicht mal eine Idee wert, ganz zu Anfang Schule bauen, dass wir sofort gelehrtes Personal haben. Personal, also, dass die halt mal ein bisschen was lernen. Und ich trinke mal ganz kurz einen Schluck. Man hört es vielleicht, Hals wird immer noch nicht besser, wird immer schlimmer. Hat aber auch keine Zeit, sich auszuruhen, und ich will halt nicht jetzt irgendwie alle Projekte beenden, weil mein Hals irgendwie Probleme macht. Wäre ja auch doof. Muss ja nicht sein. Ich habe ja schon über Silvester wider Willen Pause gemacht gehabt. Aber es ging echt anders. Fand ich selber scheiße, muss ich zugeben. Aber ich denke so über Silvester ist eh, sollte der Fokus eh auf Familie liegen, denke ich. So Weihnachtszeit, so Jahresende sollte echt eher auf der Familie der Fokus liegen und sonst nirgendwo eigentlich. Aber das kann ja jeder selber entscheiden. Das ist ja ganz klar. Und es ist lustig, wie das Zeug hier wächst, ne? Sieht irgendwie aus wie so abstrakte Kunst. Das hier sieht aus wie so ein Y. So ein bisschen. Das sieht aus wie ein F. Das könnte eine verkehrte 4 sein. Ich weiß es nicht, ich interpretiere da wieder irgendeinen Scheiß rein. Sieht aber schon recht lustig aus, wie das wächst, ne? Und ich finde eh, wie der Weizen aussieht, ist total geil. Jetzt, wo wir alles auf Ultra-Grafik haben, natürlich noch ein Tacken geiler. Aber auch so schon Hammer. Hammer. Was haben wir? Ach so. Immer noch nix, ne? Ne, immer noch nix. Okay, müssen wir also wahrscheinlich im Winter mal angehen, das Ding. Weil hier habe ich jetzt auch nur einen drinne. Da ist gar keiner mehr drinne. Aber wir haben auch genug davon. Da ist halt einer drinne. Den könnte ich vielleicht mal rauskicken gerade. Bringt aber nicht viel, weil es immer noch zwei sind. Nur zwei meine ich. Und ich habe überlegt, wie es denn weitergehen könnte. Oh, guck mal, da ist das Feld komplett zugewachsen. Sehr schön. Ich dachte daran, dass wir erstmal dieses Haus lassen. Das da. Und ja, erstmal gucken, wenn das voll ist. Können wir vielleicht noch so ein Ding irgendwo hinzimmern? Ich würde gerne erstmal bei diesen großen Häusern bleiben. Vor allem auch, weil die das Wachstum, also weil da die Bevölkerung nicht so explodiert wie bei den Häusern. Wenn die Häuser haben, dann gibt's ein Kind nach dem anderen. Ist einfach so, klingt total asozial, aber ist so. Und hier kommt halt immer mal ein Kind. Da kommt halt immer mal eins. Und das finde ich eigentlich ganz in Ordnung, so denkt. Ich finde das ganz in Ordnung. Ja, weil man hat ja gesehen, was letzte Staffel daraus geworden ist, dass sie sofort überall Häuser hatten. Und nicht so ein Ding. Ist auch, denke ich, für den Anfang ganz, ist wirklich das Sinnvollste für den Anfang. Weil du Feuerholz und Nahrung nicht auf 3 Millionen Häuser aufteilen musst. Und das habe ich wahrscheinlich jetzt schon zum 3 Millionsten Mal in diesem Let's Play erwähnt. Was überhaupt nichts macht. Und ich habe schon wieder die Uhr vergessen. Das macht aber auch nichts. Ich mache das jetzt spontan so. Wenn ich sage, jetzt ist Schluss, dann ist Schluss und dann ist fertig. Wenn es 18 Minuten sind, ist auch nicht so schlimm. Wenn es 23 Minuten sind, macht auch nichts. Wenn es dann eine Stunde wird, ist vielleicht ein bisschen viel. Weiß ich nicht. Könnte sein. Wie sieht's denn aus? 32%, 35, 27, 35. Hier natürlich noch 0, weil die wachsen ja erst noch. Ganz klar. 82% voll, 68% voll, ist der Hammer, wie voll das Zeug einfach ist. Nix, nix. Immer noch nix, schade. Na gut.
Ja, Schule wäre halt sehr früh vielleicht doch sinnvoll, weil ich sofort dann gelernte Typen habe, die arbeiten. Ich trinke mal ganz noch kurz einen Schluck. Ja, ganz kurz noch einen Schluck. Entschuldigung. Manchmal wundere ich mich selber, was da aus meinem Mundwerk kommt. Ich weiß es echt nicht. Kopf schneller als das Breitband-Internet zu den Stimmlippen. Ich weiß es nicht. Ist bei meiner Stimme eh so ein bisschen blöd, ne? Gerade wenn man irgendwie Kratzen im Hals hat oder was bei so einer oder bei Erkältung, Husten, so ein Scheiß. Mit der Stimme wird es nicht besser. Wenn du da irgendwie redest, das kratzt sofort. Das ist mies eigentlich. Ich finde meine Stimme so scheiße, muss ich zugeben. Aber soll wohl toll sein für irgendwelche Musiker-Typen. Habe ich schon öfters gehört, dass meine Stimme doch so toll wäre. Ich sag, nein. Echt nicht. Sorry. Wirklich nicht. Felder geht aber gut voran, ne? 50% schon knapp. Und das erst, dabei ist erst hier Spätfrühling. Spätfrühling wäre. Januar, Februar, März, April, Mai, ne? Müsste Mai sein. Mai ist Mai. Peinlich, dass ich darüber nachdenken muss. Aber ich merke mir sowas nicht. Ganz ehrlich, habe ich noch nie irgendwie mir gemerkt. Tja, hier passiert natürlich noch nichts. Das kommt wahrscheinlich erst im Winter. Wir können ja mal noch ein bisschen über die Karte gucken. Ist eine sehr hügelige Karte. Hier wäre halt noch ein bisschen Platz. Da ist hier halt wieder so ein Gebirge im Weg. Was aber auch nicht schlecht wäre, ne? Hier drüben noch. Hier auf dieser komischen Landzunge. Und hier drüben noch. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Das wäre vielleicht nicht schlecht, wenn man hier so von hier bis hier so hätten. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. So, wir zoomen mal wieder ein bisschen näher ran. Wird auch gleich die Framerate besser. 52 schon. Nicht schlecht. Die erst 41. Die hinken ein kleines bisschen hinterher, aber das passt. Das ist noch vollkommen im Rahmen. Ja, die Frage ist, das Problem wird vielleicht auch, wenn wir die Kinder sofort in die Schule stecken, haben wir natürlich ziemlich wenig Arbeiter erstmal. Aber ich denke, erstmal brauchen wir die eh nur für Nahrung in dem Sinn und vielleicht halt für ein bisschen Holz. Ja, und vielleicht noch ein bisschen Medizin, ein bisschen Feuerholz und dann war es das eigentlich auch schon. Und da kommen wir ja mit den 12 Arbeitern eigentlich hin. Das müsste also eigentlich passen. Also es ginge auf jeden Fall. Wir müssen halt nur die Schule hochziehen auch. Die muss dann halt auch stehen, ne? Ach, wir pausieren die hier mal kurz. Legen da mal eine Prio drauf. Ja. So, komm, ist überhaupt nicht übertrieben. 5 Prios drauf gehämmert. Macht überhaupt nichts. Food is low. Oh oh. Oh oh. Wobei, sind noch 7. Mehr als 700. 800, 900. Komm, locker. Locker. Das passt. Das passt absolut. Da sind es schon 1000. Jawohl. Das passt. Das passt. Nächste Ernte kommt ja auch gleich dann. 60%, 61%, 61%, 55%. Nächste Ernte kommt und die wird. Die wird noch mal besser als die erste, weil wir haben jetzt noch mal 2 Felder dazu. Oder sogar 3, ich weiß es gar nicht. Peinlich, ich weiß es nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Forester, der pflanzt nur, ne? Der pflanzt nur. Der pflanzt nur, der pflanzt nur. Gut. Du, keine Arbeit, aber sind noch 300 Feuerholz da und die haben auch noch 50 im Lager. Passt also auch. Ja, wir müssen echt die Schule fertig kriegen. Tut mir leid. Das müssen wir echt hinkriegen. Ansonsten ist eigentlich gar nicht so viel zu tun, muss ich zugeben. Weil ich mich ein bisschen zügel mit meinem merkwürdigen Expansionsdrang. Das wäre vielleicht erstmal alles wichtig, was wir brauchen. Wenn das voll ist,
oder so, wenn dann noch vielleicht so 5-6 Plätze da sind, frei sind, können wir ein neues hochziehen. Irgendwo, muss ich mal gucken, wo. Und dann läuft das auch erstmal wieder eine Zeit. Dann kommen vielleicht mal noch ein paar Felder dazu, vielleicht noch ein Schneider. Vielleicht dann ein Gatter mit Schafen vielleicht mal irgendwann. Aber das sehen wir dann alles. Ist halt nicht so spannend vielleicht wie die erste Staffel. In der ersten Staffel haben wir ja sofort auf die Tube gedrückt. Aber wir haben gesehen, was draus geworden ist. Von daher will ich das hier nicht nochmal machen. Was man vielleicht verstehen kann. Bin mir nicht sicher, aber ich denke, das ist verständlich. Kann man denn hier? Wo ist es denn? Hallo? Da. Nee, schade. Okay. Ich dachte, vielleicht kann man den gleich hier neben den Hafen setzen. Das wäre vielleicht ganz interessant. Das wäre vielleicht gar nicht so blöd, wenn wir den da hinsetzen. Einfach nur, weil es halt gleich da neben dran ist. Halte ich für eine gute Idee, ist halt der Weg nicht so weit vom Hafen bis zu den Gattern, als wenn sie jetzt hier irgendwie erstmal bis hier runterlaufen müssten. Oder bis hier rüber irgendwo. Wäre vielleicht schon ganz schlecht, wollte ich gerade sagen, aber ganz gut. Wieder diese Wortbildungsschwierigkeiten. Schlimm. Ja, ansonsten wird das wahrscheinlich auch erstmal ein paar Folgen Laber-Let's Play, wie der Euro Truck Simulator 2. Ja, was will man da großartig sagen? So, da ist der Regen wieder vorbei. Ach, schön, 26 Grad im frühen Sommer. Da wird der Sommer wahrscheinlich richtig knalle heiß wieder. Ich muss ganz ehrlich zugeben, so 25 Grad reichen mir persönlich vollkommen aus. Da ist es nicht zu warm, da ist es nicht zu kalt. Wenn dann vielleicht noch so ein kleines bisschen Wind geht, ist es perfekt. Und natürlich, Sonne muss scheinen, Wolken sind dann auch blöd. So, das ist so diese Temperatur, wo man so im T-Shirt und in der Hose ganz einfach raus kann, ohne zu frieren, ohne zu schwitzen. Und das ist ganz schön, tatsächlich. Eklig wird es dann so ab 30 Grad, weil dann ist es, gerade in der Sonne wird es dann echt unerträglich. Aber wir können das Wetter schlecht beeinflussen, ne? Wir können ja nicht sagen, komm, mach mal jetzt 25 Grad und Sonne oder mach mal 10 Grad und Regen oder sowas. Wäre zwar schön, ist halt auch in der Natur des Menschen irgendwie alles kontrollieren zu wollen, aber kontrollieren wird man es vielleicht irgendwann mal können. Das Problem ist nur, es wird wahrscheinlich nicht gut enden. Das wird dann zu 100% irgendwann für irgendwelche Kriegszwecke genutzt. Und das ist halt wieder falsch. Das ist halt wieder dieser Punkt, wo der Mensch einfach blöd ist. Es ist einfach so. In solchen Dingen ist der Mensch einfach nur dumm. 68, 73, 76, 75. Sehr schön. Early Summer erst. Die könnten sogar im Sommer schon anfangen. Also im Juli könnten die schon anfangen. Spätestens im August aber. Und das finde ich gut. Wie viel Essen haben wir denn noch da? 800 haben wir noch. 800 haben wir noch, das passt. Das reicht vollkommen aus. Alles locker. Hier immer noch nichts. Gut, wenn wir dann wieder einen neuen Farmer frei haben, können wir das dann mal angehen, dass sie da mal ein bisschen Rohstoffe reinprügeln. Und dann läuft das. Wenn wir die Schule haben, dann ist eigentlich erstmal gut. Mit den 12 Erwachsenen kommen wir ja gut aus. Dann müsste halt noch mal einer weg als Lehrer, aber das kriegt man dann auch noch hin. Und dann haben wir ja eigentlich so früh wie möglich Gelehrte, wollte ich gerade sagen. Also halt Sch Menschen mit einer gewissen Schulbildung, die dann natürlich umso effizienter arbeiten. Was uns gerade bei den Feldern sehr zugute kommt. Wir haben eigentlich 5 Felder, ne? Und das produziert halt nicht, fällt mir gerade mal so ein. Stimmt natürlich. Das produziert ja eigentlich nicht. Theoretisch können wir die ausmachen. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, weil die Bäume wachsen auch so. Wir machen das mal aus. Haben wir 4 frei, aber die klopfen, glaube ich, hier ganzen Stein und Eisen weg, ne? Kann das sein? Ja, hier hinten ist zum Beispiel schon mal nichts mehr. Okay, die klopfen das ganze Zeug da weg. Ist da ein Kreuz drunter überall? Ja. Ahaha, Kreuz. Ahaha. Oh, guck mal, ich liege unterm Stein. Ahaha.
diese Pseudo-Witze einfach. Es ist schrecklich. Und ich weiß ganz genau, dass da irgendwo einer vom Bildschirm sitzt und darüber auch noch lacht. Was eigentlich ja Sinn der Sache ist, aber irgendwie halt, weiß ich nicht, das sind richtig miese Witze einfach. Das ist wie, was weiß ich, was macht man mit einem Hund ohne Beine? Durch die Straßen ziehen. Ahahaha. Das sind so richtige miese flache Witze eigentlich. Die sind so tief, die verlaufen schon irgendwo unter der Erdkruste. Weil die einfach so schlecht sind. Aber naja. ...75, 80, 83, 82 läuft. Essen 0, aber davon lassen wir jetzt uns mal ganz kurz nicht beeinflussen, weil wir da noch welches drinne haben. Ist nicht so wie in Lobby was Hagen, dass wenn Futter leer, dann wirklich Futter leer. Hier geht's noch. Wir haben noch 760, 768 müssten das noch sein ungefähr, also knapp 800, das langt. 11 Klamotten, 12 Tools nur noch, wird schon weniger. Aber reicht auch, denke ich. Hier könnte man zum Beispiel auch eine Mine hinpflanzen. Weil wir schon dabei sind, ne? Für die Zukunft mal so ein bisschen. Könnte man da noch eine Mine hinpflanzen, da wäre das Eisen gleich auch hier mit gleich da. Wäre auch nicht schlecht. Ja. Ich weiß nicht. Baum technisch sieht es ganz gut aus. Ist alles soweit bepflanzt, denke ich. Da kann wahrscheinlich noch was hin. Da kann wahrscheinlich noch was hin, wenn dann die Steine weg sind. Aber ansonsten sieht es ganz gut aus. Die müssen halt ein paar Jahre jetzt wachsen. Das ist ganz klar, die müssen jetzt ein paar Jahre wachsen. Die wachsen. Ja, die wachsen von alleine. Die sind schon wieder ein Stückchen größer geworden, glaube ich. 83, 76, 82, 84. Alles in Ordnung. Alter, 231 Loks. Ach, ist so ein Traum. 260 Steine. Oh, 75 Eisen. Ja. 340 Feuerholz. Ach. Die Crème de la Crème, quasi. Die Crème de la Crème von Banished. Weiß ich nicht. Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich habe, glaube ich, zu wenig Schlaf oder so. Ich habe heute, glaube ich, 6 Stunden geschlafen. Jetzt ist es wahrscheinlich wieder um 1 rum oder so. Keine Ahnung. Ich habe da überhaupt kein Gefühl für. Wenn ich aufnehme, nehme ich auf. Und dann ist die Zeit eher so Nebensache. Und das ist, glaube ich, so ein Zeichen dafür, dass es richtig ist, was ich tue, weil es mir auch persönlich Spaß macht. Und ich dann sagen kann, okay, es ist das, was ich machen möchte. Es ist übrigens 1.25 Uhr. Es ist also schon 1:30. Das heißt, es ist ungefähr, ja, noch eine halbe Stunde und dann ist das die Zeit, in der ich auch gestern zu Bett gegangen bin. Das ist eigentlich schrecklich. Vor allem um 2 Uhr ins Bett und um 8 Uhr wieder aufstehen. Boah. Das ist. Das geht gar nicht. Aber ich will da so ein bisschen meinen Biorhythmus drauf trainieren, dass ich mit möglichst wenig Schlaf möglichst lange auskomme. Und ich denke, das wird wahrscheinlich mit der Zeit werden. Einerseits hat man natürlich dann viel mehr vom Tag, wenn man nur sich mal 6 Stunden hinlegt und dann geht es sofort weiter. Andererseits ist es fürs Aufnehmen super, weil du hast dann auch dafür mehr Zeit. Weil du nicht sagen musst, ach um Gottes Willen, ich bin so müde, heute nicht. Ach komm, ich muss dann noch Banished aufnehmen. Und dann sitzt man so vorm Monitor und schläft halb ein. Das ist doof. Das ist wirklich blöd. Da fehlt auch einfach die Motivation. Ganz ehrlich, wenn du müde bist, fehlt die Motivation. Und vor allem macht müde sein auch aggressiv. Und zwar richtig aggressiv. Ist auch nicht das Beste. Also das Schlimmste, was du haben kannst, ist akuter Schlafentzug. Da bist du sowas von aggressiv, das ist... Ja, das ist Wahnsinn. Wie sieht's denn jetzt hier aus? 88? 88. Wir werden das sofort einnehmen.
Ich weiß nicht, bei der Zahl kommt es immer durch. Es ist schrecklich. Und es braucht mir auch keiner ankommen, dass man doch keine Witze damit machen sollte. Doch, sollte man. Das ist genau richtig so. Genau darüber sollte man Witze machen. Fertig. Wenn es dir nicht gefällt, geh woanders gucken. Es gibt wahrscheinlich auf fast jedem Kanal irgend solche Witze. Ich habe das bei Gronkh gesehen, ich habe das bei Turbinator LP gesehen, bei... weiß ich nicht wem. Das ist halt so. Das ist genau wie, man soll keine Witze über Schwarze machen. Das ist Schwachsinn. Rassistisch ist es, wenn man keine Witze macht, nur weil die eine andere Hautfarbe haben. Das ist einfach so. Das ist Rassismus, weil du den in dem Moment ausgrenzt. Aus deinen Witzen. Das ist genau dasselbe Prinzip. Oder Witze über Behinderte. Viele Behinderte sind so drauf, dass die über sich selbst Witze reißen, wo man selbst denkt, oha, den hätte ich niemals gebracht. Und die labern den selber aus und dann lachen die darüber. Auch wenn es die betrifft. Das ist total geil. Die können das einfach. Das ist der Hammer. Das ist echt der Hammer. Und die haben doch überhaupt keine Probleme damit, wenn da irgendjemand anders mal Witze macht. Wenn irgendjemand bei dir ist, ob es jetzt ein Schwarzer ist oder ein Behinderter. Behinderter klingt auch so abwertend eigentlich, aber weißt schon. Wenn du einen Witz darüber machst und derjenige lacht nicht, dann liegt das nicht daran, dass der Witz scheiße war oder du einfach ein blöder Rassist bist, sondern weil der Typ keinen Humor hat. So einfach ist das. So einfach ist das. Schwarze lachen über schwarzen Witze. Das ist einfach so. Die machen das. Das ist dieses... über sich selbst Witze machen können. Genau darum geht's eigentlich auch. Und manche können das halt nicht. Und wenn dann da irgendwie so ein Witz kommt über einen, dann ticken die sofort aus. Gibt's auch. Ist richtig, richtig mies, weil das einfach nur davon zeugt, dass das so... ja, verbitterte Menschen eigentlich sind, ne? Die überhaupt, die nicht über gar nichts mehr lachen können. Wenn du nicht über dich selbst lachen kannst, über was dann? Ich kann auch über mich selbst lachen. Wenn ich mir manchmal meine Videos ansehe, könnte ich mir auch manchmal an den Kopf greifen und denken, ach du Scheiße. Was hast denn da wieder gemacht? Oder manchmal lache ich auch selber drüber, wenn ich irgendeinen blöden Flachwitz reiß. Weil ich ihn irgendwie 2 Wochen später schon wieder total vergessen habe und dann gucke ich mir das an durch einen blöden Zufall. Dann feiere ich über meinen eigenen blöden Flachwitz, den ich vor 2 Wochen noch total scheiße fand. Da sitze ich danach darüber. Ist total geil. So, 92, 98, 97, 97. Sehr gut. Jungs, es gibt was zu futtern. 500 haben wir noch. Ja, alles in Ordnung, alles in Ordnung. Tja, da steht der nächste Winter eigentlich bevor. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt aufnehme. Ich mache mal noch 5 Minuten, nur so vorsichtshalber. Wenn es dann jetzt 25 Minuten sind, die Folge, scheißegal. Das Thema hatten wir schon mal mit diesen YouTube-Videos. Die sind nur, sollen nur 20 Minuten sein. Ich habe nicht so viel Zeit, das anzugucken. Pausier es halt und guck morgen weiter. Einfach ist das. Klar, man richtet sich schon so ein bisschen danach. Einerseits schon vielleicht ein bisschen deswegen. Andererseits ist es einfacher, eine 1-Stunden-Folge zu rendern, so eine 20-Minuten-Folge zu rendern, zu bearbeiten, wie man das will, und dann auch auf YouTube, auf dem Computer abzuspeichern und auch auf YouTube hochzuladen als so eine 1-Stunden-Folge. Weil die eben um einiges größer ist dementsprechend. Wenn wir das gleiche Spiel nehmen, ist er wahrscheinlich dreifach so groß. Wenn es unterschiedliche Spiele sind, kann es auch gerne mal 7-mal so groß sein. Kommt alles vor, ist der helle Wahnsinn teilweise, was manche Spiele an Platz fressen. Ja, es ist halt einfacher, weil es vor allem auch schneller geht mit dem Speichern und Hochladen dann. Es ist dann auch für dich als YouTuber angenehmer. Ja, ist einfach so, ist einfach so. Ich meine, Stundenfolgen mache ich ja auch, gerade bei den Let's Tests oder was, oder beim Euro Truck Simulator 2 ist es ja auch immer so dreiviertel Stunde rum, so halbe bis dreiviertel Stunde, vielleicht mal ein bisschen mehr. Man merkt dann schon im Vergleich zu Lobbywasser,
Schon wieder, ich habe schon wieder gesagt, zu Banished meine ich generell. Man merkt den Unterschied, wenn man so eine Banished-Folge zusammenschnipselt, dauert das, was weiß ich, dauert das, sagen wir mal, ich weiß nicht, wie lange es wirklich dauert, sagen wir mal eine halbe Stunde. Und beim Euro Truck Simulator merkt man einfach, dass die Folge länger ist. Man braucht auch dementsprechend länger. Da geht gern mal eine Stunde drauf. Ich weiß natürlich nicht, wie lange es wirklich dauert. Ich habe es nicht nachgemessen. Warum auch? Aber es dauert einfach wirklich länger. Es ist einfach so. Gerade das Abspeichern auf dem Computer dauert. Ja, dauert. Es dauert einfach. Hochladen auf YouTube ist dann auch halt. Ja. Kommt halt dann auf die Größe an, ne? Ich sag mal, Banished hat jetzt meinetwegen eine Folge, eine Größe von 1,5 Gigabyte. So. Dauert bei mir jetzt, was weiß ich, vielleicht halbe Stunde, dreiviertel Stunde, so in dem Dreh rum. Euro Truck Simulator hat, glaube ich, eine Größe gleich mal von 3, 3,5 Gigabyte, wenn es nicht sogar 4 sind. Das dauert gerne mal eine Stunde. Und da merkt man halt schon, okay, Euro Truck Simulator ist länger. Man merkt es einfach, man merkt es einfach. Spätestens beim Hochladen kriegt man mit, okay, die Folge geht deutlich länger. So, guck mal, da haben wir hier schon die Ernte wieder reingefahren. So. Das ist doch super. Das Feld ist auch fast runter, jawohl. Perfekt. So. Zwei. Drei. So. Haben wir noch sechse frei. Fünfe frei. Und die können sich dann hier um die Schule kümmern. Und wisst ihr wann? Natürlich erst in der nächsten Folge. Tschüss.